Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Wochenende. Wir kaufen heute ein Geschenk für Paul und Tom. Die haben uns nämlich zum Geburtstag eingeladen. Jetzt sind wir so ein bisschen am Strollen durch Ikea, was wir denen schenken. Weil, was schenkst du jemandem, der schon alles hat? Musst du natürlich ein bisschen was Schönes raussuchen. Ja, sammeln jetzt mal ein paar Ideen und nehmen euch mit. Unsere Idee jetzt ist, eine Pflanze zu schenken und ein bisschen Deko, dass es halt auch ganz cool aussieht. Und vielleicht noch eine Lampe. So sieht das nämlich ganz cool aus. So könnte man das als Geschenk einfach schon mal schenken. Natürlich noch eine echte Blume rein. Und dann die Platte auch mal so anfassen. Wir gehen natürlich am Samstag, am Tag der Party, einkaufen. Und es ist sehr voll, wie ihr seht. Also ein Kuscheltier werden wir ihm auf jeden Fall mitnehmen, weil er hat bis jetzt so ein großes Faultier. Das könnte man einen Kumpel gebrauchen. Wir brauchen eins, was zu dem passt. Ein Bär. Ein großen, dicken Bär. Also Schildkröten sind cool, Delfine sehr cool, ein Oktopus und ein Dino. Aber der Dino, den finde ich eigentlich mit am besten. Und ein Fußball, aber der ist eher für Luki und mich. Wir haben Paul. Wir haben ihn. Da ist er. Oh, Kollege, geht's dir gut? An alle jetzt nochmal kleiner Disclaimer, das ist kein echter Bär. Es wurde kein echter Bär getötet, um dieses Stofftier herzustellen. Und es sterben auch keine echten Pflanzen, weil bei Ikea ist alles aus Plastik. Das ist die Lampe der Begierde, die wir mitnehmen. Weil ich habe die auch in Berlin zu stehen und die ist super. Die kann man überall hinstellen. Was ich das jetzt brauche, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie finde ich es cool. Lampeninnerkasten. Oh, Digga. Was ist das? Kurz versprochen. Lampe im Kasten. Richtig. Braucht man. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Wohnung gesehen, wo so eine Lampe drin steht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Showcase für die Glühbirnen. Wir sind nämlich eigentlich gar nicht so doof, wie wir uns mal geben. Wir haben es nämlich rausgefunden, das Mysterium. Ja, ist doch. Gelöst. Wussten wir von Anfang an eigentlich. Ja, ja. Es ist auch der schiere Wahnsinn, dass wir bei 6 Milliarden Leuten, die hier heute in Ikea Magdeburg unterwegs sind, noch niemanden getroffen haben, den wir kennen. Leute, die Spiegel fotografieren, wenn sie verkaufen wollen, sind ungefähr so, sieht das immer aus. Der ist cool, den haben wir zu Hause bei uns im Flur hängen. Der sieht eigentlich cool aus. Ist auch noch mit anderen Formaten. Legt euch nicht mit dem an, der hat einen Schuhlöffel. Aber einen ganz gefährlichen. Die finde ich gut. Jamlik. Ich habe übrigens gerade schon zu dir gesagt, dass sie gut riecht. Echt? Ja, nach vorne. Ja, okay. Wonach riecht die? Nach Vanille. Das müsste eigentlich deine Karte sein. Kaffee. Für einen Kaffeetrinker. Die hier sind gleich schön verpackt. Davon nehmen wir auch eins mit als Geschenk. Bieten die sich natürlich an. Und die riechen auch gut. Die riechen gut. Sag mal. Wirklich cool. Das ist echt, das ist kein Plastik. Hier finde ich es eigentlich immer cool. Hier kann man immer schön auch Fotos machen. Sieht immer cool aus, finde ich. Oder? Ja, fix. Jetzt brauchen wir bloß noch eine kleine Pflanze. Eine kleine Kaktusse. Vielleicht wird es eine Ananas. Guck mal, da ist schon eine Baby-Ananas drin. Ja. Oh. Fragt sich, ob er die pflegt. Paul, kannst du mit der Verantwortung umgehen? Ananas ist okay, weil sonst nehmen wir es nicht mit, wenn es nicht läuft. Dann kommt das Ananas-Jugendamt und nimmt dir die wieder weg, wenn das nicht läuft. Sieht doch hier schon nicht. Von Logistik funktioniert das schon nicht. Das sieht doch kacke aus. Das brauchen wir nicht. Wir kaufen einen kleinen Kaktus. Ah, hier hören Pflanzen auf, ja. Meinst du, kommt nicht noch eine Pflanzenabteilung? Nee, das ist die einzige. Aber das ist alles nicht echt. Das ist korrekt. Ich fühle mich wie in der Truman Show. Wenn er alles realisiert.
hab keine Lust mehr. So, auf den Teller, wenn wir den nochmal grau nehmen, finde ich, sieht es wieder kacke aus. Nehmen wir jetzt aber den hier. Passt aber das Grün auf den Teller nicht. Ja, das ist ein bisschen Farbe, muss man schon. Nicht? Wir haben das Glas jetzt verworfen. Wir nehmen jetzt den Teller mit diesen drei Kerzen, die wir jetzt hier haben. Und dann sieht das auch cool aus. Das ist wirklich ein Highlight als gelernter Speditions- und Logistikkaufmann. Diese Hochregale. Wir sind sehr zufrieden mit unserer heutigen Ausbeute. Ich finde, wir haben für Tom was Cooles, wir haben für Storki was Cooles. Und jetzt geht es darum, für uns noch was Cooles zu finden. Und das gibt's am Hotdog-Stand. Gelernter Kassierer. Stressig, aber wir haben jetzt was zu essen und wir sind selber schuld, wenn wir auf den Samstag hier hinrennen. Wir haben's. Wir sind fertig. Passt du gut drauf auf die Lampe? Ja, hältst du gut fest? Okay, danke. Damit ihr mal einen kurzen Überblick habt, wie die Party heute aussehen wird. Das sind die Kühlschränke. Noch eins weiter. Ich werde euch nicht mit auf die Party nehmen. Ich werde gleich jetzt noch mit zu Luki fahren. Und dann werden wir noch ein bisschen Bundesliga gucken. Und ja, dann soll es das eigentlich gewesen sein für unseren Weekend-Walk. Für unseren Weekend-Vlog. Ja, ich hatte in letzter Zeit, wie ihr vielleicht gemerkt habt, nicht so viel Zeit, nicht so viel Bock, neue Vlogs zu machen. Jetzt habe ich aber wieder auch selber Bock, Vlogs zu gucken und somit auch zu machen. Und darum nehme ich euch jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen häufiger mit. Ja, bloß in Magdeburg sind immer die Möglichkeiten ein bisschen begrenzt, was hier geht. Aber es kommen auf jeden Fall dieses Jahr krasse Vlogs, weil es kommt auf jeden Fall ein Paris-Vlog. Der wird dolle. Also da kommen vielleicht auch mehrere Teile. Und dann gucken wir mal, was es wird. Was wird. Was wird. Wir sind jetzt bei Luki und gucken noch ein bisschen Bundesliga jetzt. Das soll es erstmal gewesen sein vom Weekend-Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst und ja, gerne ein Like da lassen.